Alle Regierungen sind unmoralische und kriminelle Institutionen, weil sie alle unter Androhung von Gewalt zwingen, lebenslang Steuern zu zahlen. Es gibt hunderte von Steuern, Grundstückssteuer, Einkommenssteuer, Erbschaftssteuer. Ihr müsst sie alle zahlen oder die Regierung wird sonst ihre Macht ausüben. Dein Bankkonto pfänden, dich verhaften und dich einsperren. Wie unterscheidet sich das von der Mafia? Regierungen verlangen, dass wir regelmäßig unsere Fälligkeiten bezahlen. Versprechen uns, dass wir beschützt sein werden, wenn wir das tun. Und wenn wir das nicht tun, kommen Agenten vorbei, bringen uns zu Boden und bringen uns weg. Wenn Steuern freiwillig wären, dann würden Regierungen nicht automatisch unmoralisch oder kriminell sein, weil sie komplett nur von Spenden finanziert würden. So hängt ihre ganze Existenz von Freiwilligkeit ab. Nenne eine Sache, die Regierungen bieten, welche die Menschen nicht besser, leichter und effizienter in einer Gemeinschaft tun könnten. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wohin man gehen kann, der nicht von der Regierung kontrolliert wird. Jedes Stück Land ist von 196 Staaten aufgeteilt und beansprucht worden, die alle in einer Art zwanghafter Führung kontrolliert werden. Es gibt keinen Platz auf der Erde, auf dem unabhängige, friedliebende Individuen ohne eine Mafia-Regierung, die sie zwingen, Steuern zu zahlen und Gesetze zu befolgen, frei leben können. Alle aktuellen Arten von Regierungen leiten und beauftragen Gewalt und Sklaverei an ihrer Bevölkerung. Wir alle sind Sklaven unserer Regierungen, weil jeder Staat unter Androhung von Gewalt und Entführung uns zwingt, dass wir denen einen Prozentsatz von unserem Einkommen geben. Also, wenn die Definition von Sklaverei ist, mit Gewalt 100% des Einkommens wegzunehmen, wie nennt es sich, wenn Regierungen mit Gewalt 60% des Einkommens nehmen? Ist das keine Sklaverei? Uns wird in der Schule beigebracht, dass Sklaverei vor langer Zeit beendet wurde. Und es ist überall bekannt, dass Sklaverei unmoralisch ist. Aber wenn Regierungen immer noch zwanghaft sogar 1% der Einkommen wegnehmen, dann ist das noch immer Sklaverei. Und sogar 1% Sklaverei ist unmoralisch. Die genaue Definition des Wortes Regierung ist Bewusstseinskontrolle. Und die große Mehrheit der Menschen weltweit sind absolut von ihrer Regierung, Medien und Bildungssystemen bewusstseinskontrolliert und glauben, dass ihre Regierung eine moralische, uneigennützige Einrichtung ist, die zum Nutzen der Menschen existiert. Die Realität ist natürlich das Gegenteil. Die Realität ist, dass alle Staaten wie Open-Air-Sklavenplantagen sind, die ihren Dienern erlauben, ihre Tätigkeit auszuwählen, das gibt ihnen eine Illusion von Freiheit. Dann stürzen sie sich auf den Zahltag, um die Früchte deiner Arbeit zu stehlen. Deswegen sind alle Regierungen kriminell und unmoralisch. Und das einzige System von richtiger Führung ist Anarchie oder freiwilliges Arbeiten. Anarchie bedeutet nicht ohne Regeln. Es bedeutet buchstäblich ohne Herrscher, ohne Herren. Keine Sklaverei. Es gibt keine politische Lösung für das Problem der Regierung, eine neue Galionsfigur alle 4 Jahre zu wählen. Dies wird und konnte nie eine bedeutende, andauernde, positive Wendung erschaffen, weil Regierungen nicht verbessert werden können oder innerlich moralisch gemacht werden können. Keine von ihnen respektiert das Recht des Einzelnen, der es ablehnt, regiert zu werden. Alle weltweiten Regierungen benutzen das Mittel der Gewalt, in Form von Polizei und Zwang, in Form von Steuern, und dies ist absolut unmoralisch und inakzeptabel. Einvernehmlicher Sex ist moralisch, weil er freiwillig ist, wohingegen Vergewaltigung unmoralisch ist, weil sie erzwungen ist. Ähnlich sind Wohlfahrtsspenden und der freie Markt moralisch, weil sie freiwillig sind, wohingegen Diebstahl und Besteuerung unmoralisch sind, weil sie erzwungen sind. Das Grundproblem mit allen Regierungen weltweit ist nicht die innere Korruption oder Kriminalität. Dies sind nur Symptome oder Nebeneffekte. Das Hauptproblem mit der Regierung ist, dass deren Mandate Pflicht sind, deren Zwänge zwingend sind. Damit Regierungen moralische Institutionen sind, müssen alle Steuern und Maßnahmen freiwillig gemacht werden.
Wenn Regierungen ehrlich für unseren Vorteil da sind, dann müssten sie freiwillig sein und niemals Gewalt gegen ihre Bevölkerung anwenden. Nicht gewaltherrschaftliche, selbstständige Gesellschaften, aufgeklärt und fähig, ohne nötige staatliche Führung, selbstreinigend, in Einklang mit natürlichen Gesetzen, keine Herrscher, keine Sklaven, Freiheit. Wir haben wieder Vertrauen zu unserer politischen Führung. Wir sind optimistisch, was unsere gemeinsame Zukunft betrifft. Es läuft alles auf unsere Fähigkeit hinaus, Dinge zu akzeptieren. Wir brauchen keinen Pessimismus. Unser Volk muss die Gunst der Stunde nutzen. Ich hab schon kapiert, so läuft also der Hase. Die ideale Tyrannei ist die ignorant von seinen Opfern selbst verwaltet wird. Die perfektesten Sklaven sind deshalb die sich glückselig und unbewusst versklaven lassen. James Dresden.